Heute begrüßen wir Sie aus Deubach. Deubach gehört eigentlich zur Diözese Rottenburg-Stuttgart und liegt mitten auf dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg, wie eine kleine Insel. Wie eine kleine Insel, so haben vielleicht auch Sie sich in den letzten Wochen und Monaten gefühlt. Abgeschnitten von den Menschen, die Ihnen wichtig sind, mit denen Sie reden können, lachen, weinen, singen, Sport treiben, was auch immer. Ich denke an die Menschen in den Sportvereinen, die sich seit Wochen nicht mehr treffen können. Ich denke an unsere Chöre in der Seelsorgeeinheit, die so wahnsinnig gerne miteinander singen würden. Aber es geht momentan nicht. Ich denke an die Menschen, die in den Bibelkreisen, Gesprächskreisen unserer Seelsorgeeinheit oder auch sonst in der Gesellschaft ihr Engagement einbringen. Ich denke aber auch an die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Seniorenheime. Für sie war es in den letzten Wochen besonders schmerzlich, auf den Besuch ihrer Kinder und Enkel verzichten zu müssen und alles nur per Telefon, vielleicht noch per Video erfahren zu dürfen. Und dann gibt es auch noch die Menschen, für die hat sich durch Corona überhaupt nichts geändert. Die waren schon vorher allein und einsam und die werden es auch bleiben, wenn sich der Alltag wieder normalisiert hat. An sie alle denken wir und sind verbunden im Gebet. Verbunden im Gebet und in Gedanken waren viele von Ihnen auch mit mir ganz persönlich in den vergangenen Monaten. Ich habe gehört, dass Sie an mich gedacht haben, für mich gebetet haben, mir Grüße ausgerichtet haben. Das hat mir sehr gut getan. Vielen lieben Dank dafür. Nun bin ich wieder zurück in unserer Seelsorgeeinheit und freue mich sehr darüber. Meine Tätigkeitsschwerpunkte haben sich ein wenig verändert. So werden wir uns in absehbarer Zukunft nicht mehr auf Beerdigungen und Trauerfeiern treffen. Aber sicherlich bei vielen anderen Gelegenheiten. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf Sie, auf unsere Begegnungen und Gespräche und auf den Geist, den wir darin manchmal erspüren dürfen. Die Texte der Osterzeit, das Johannesevangelium, oh je, sie sind so voll von den großen Begriffen der Theologie. Als ich die Texte des 6. Sonntags der Osterzeit gelesen und erfahren habe, dass ich mich dazu äußern soll, war das tatsächlich mein erster Gedanke. Oh je, dünnes Eis. Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Geist der Wahrheit, Heiliger Geist. Wahrheit im Exklusivrecht für die Auserwählten, Leben, ewiges Leben. Hohe Theologie trifft auf ganz normales, alltägliches Leben, mein Leben. Ob das gut geht? Große, bedeutende Worte, die mich buchstäblich das Genick einziehen lassen, weil ich sie so oft gehört und auch gesprochen und doch so wenig verstanden habe. Also aufgeben, einmal mehr schweigen, oder einmal mehr dahingeredet, merkt doch keiner, oder? Und ich gebe nicht auf. Ich lese ein weiteres Mal. Ich blättere ein wenig zurück, um mir bewusst zu machen, in welche Situation diese Worte gesprochen wurden. Ich finde, es lohnt sich, denn diese Worte sind schon damals in einen Alltag, in eine ganz bestimmte Situation gesprochen worden. Und tatsächlich, es hilft mir. Es sind Abschiedsworte Jesu an seine Jünger. Ich spüre, es geht gar nicht darum, wer hat hier die Wahrheit gepachtet, am besten exklusiv, um sich damit über andere zu erheben, über sie zu stellen. Es geht nicht um Macht und Überlegenheit, sondern um Nähe und Trost. Es geht Jesus darum, seine Freunde zu stärken. Er ermutigt sie, dem zu vertrauen, was sie für sich als Wahrheit erkannt haben. In ihren Herzen zu bewahren und daraus zu leben, was sie als tragfähig erlebt und was sie zu einem ganz neuen Leben befähigt hat. Er schenkt ihnen Worte,
und mit diesen Worten eine Perspektive, die nicht mehr begrenzt ist auf das, was sie sehen können, sondern in die Ewigkeit reicht, in seine Gegenwart. Laut Definition des Duden ist Wahrheit die Übereinstimmung einer Aussage oder Behauptung mit der Wirklichkeit. Die Nähe Jesu hat sie ja wirklich stark gemacht. Seine Zuwendung und seine Worte haben sie wirklich getröstet. Das können sie keinem anderen als wahr verordnen. Aber sie können davon erzählen und selbst daraus schöpfen, was sie erlebt und was sie als wahr erfahren haben. Und das ist wunderschön ausgedrückt in der Lesung, die diesem Evangelium vorangestellt ist. Heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig. Wir alle kennen den Spruch, rede nur, wenn du gefragt wirst. Die Apostelgeschichte scheint zu ergänzen, aber lebe so, dass man dich fragt. Und habe den Mut, die Hoffnung, die Kraft und das, was du als Wahrheit deines Lebens erfahren hast, auch beim Namen zu nennen. Jesus Christus. Das ist nicht leicht und manchmal dünnes Eis, weil es uns angreifbar macht und wir mit unserer Person dafür einstehen müssen. Aber es ist das, was ich wirklich erlebt habe und was mich trägt durch die Zeiten von Verlassenheitsgefühlen und Zweifel. Und davon will ich erzählen. Nicht inflationär, nicht selbstdarstellend, nicht überheblich, sondern so, wie es für mich ist. Das habe ich erfahren und dazu stehe ich. Und es ist wahr. Daran glaube ich, und damit dieser Glaube in meinem ganz normalen, alltäglichen Leben bleibt und kraftvoll wirkt, braucht sie immer wieder neu diese Kraft, die Liebe Gottes in Person, Heiliger Geist. Auf dieser Wiese findet in Deubach schon seit vielen Jahren immer ein besonderer Gottesdienst statt. Unter freiem Himmel wird hier Christi Himmelfahrt gefeiert, wo auch viele Menschen aus den Nachbarortschaften herkommen. Wie eine Sternwallfahrt wird es immer gemacht. Und auch letztes Jahr standen wir hier und ich konnte eine ganz frohe Botschaft überbringen den Deubachern und unserer Seelsorgeeinheit, dass nämlich Bischof Gebhard Fürst zugesagt hatte, jetzt im Jahr 2020 zu Christi Himmelfahrt hier den Gottesdienst zu feiern. Mit den Deubachern und mit allen, die dazukommen. Die Freude war groß letztes Jahr und die Vorbereitungen, die sind schon gelaufen, so wie die Deubacher das machen, liebevoll mit Herz und Hand. Aber so groß die Freude war, so groß ist jetzt auch das Bedauern, dass es natürlich nicht stattfinden kann. Trotzdem hat Bischof Gebhard vor wenigen Tagen einen Gruß geschickt und er hat gesagt, er versichert uns, dass er also besonders am Himmelfahrtstag an uns denken wird, im Gebet verbunden sein wird. Jesus selber hat ja an diesem Himmelfahrtstag ein Grußwort hinterlassen, das wir immer wieder hören dürfen. Nämlich hat er, als er sich verabschiedet hat, gesagt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. In dieser Zusage und aber auch in der Gebetsgemeinschaft wollen wir jetzt auch beten und auch um den Segen bitten. Herr Jesus Christus, du hast versprochen, in unserer Mitte zu sein, wenn wir uns in deinem Namen versammeln. Segne die Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit. Behüte besonders die Kinder und Jugendlichen und richte die Kranken und Einsamen auf. Führe uns durch deinen Heiligen Geist, damit viele Menschen bei uns Hoffnung, Trost und Freude erleben können. Segne uns mit deinem dankbaren Herzen, das bereit ist zur Versöhnung. Sei du es, der unsere Seelsorgeeinheit als Gemeinschaft zusammenhält. Und so segne uns alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.